In der Wagenbauhalle am Flehner Weg in Lürrip wird noch mal so richtig Hand angelegt. Denn spätestens am Veilchendienstagszug müssen die Karnevalswagen fertiggestellt sein. Auch Rolf der Dritte und Nirsia Dagmar schauen zwischen ihren zahlreichen offiziellen Terminen mal vorbei, um ihren brandneuen Wagen zu begutachten. Und wie ist er denn so? Wir haben in den letzten Tagen sehr viel gehört über unseren Prinzenwagen. Und darum waren wir jetzt gerade, hatten wir Zeit und haben gesagt, ich will da jetzt mal hin, ich muss mal gucken, wie der aussieht. Und also es ist schon echt gigantisch, wenn man den Wagen so sieht. Und wir freuen uns natürlich, mit diesem Wagen durch die Stadt zu ziehen. Ja, Ehre dem Ehre gebührt. Nee, Quatsch. Der Prinzenpaarwagen soll Heimatgefühle erzeugen. Riesengroße Poster zeigen das Prinzenpaar an verschiedenen Gladbacher Orten. Kann man sich wirklich nicht vorstellen, ne? Wenn du jetzt hier oben stehst. Aber da haben wir ja Platz mit allem Mann. Ja. Muskelkater haben wir abends vom Schmeißen vom wahrscheinlich, Werfen, ja. Vom Werfen, genau. Sicherheit. Die MKV-Clowns ziehen als erstes beim Zug mit. Was nicht so viele Gladbacher wissen, sie sind innen hohl und sollen von Jecken mit Münzen oder Scheinen beworfen werden. Hier ist das Loch drin auf dieser Seite, wo dann auch das Geld in Hülle und Fülle reingeschmissen wird. Das geht alles auf die letzte Minute, klarer Fall. Es war natürlich in der letzten Zeit sehr kalt hier in der Warenbauhalle. Aber man merkt immer, dass die Leute sehr früh anfangen und sagen wir mal in der normalen warmen Jahreszeit, die wir hatten vor Weihnachten rum, noch viel gebaut haben. Da ist viel Idealismus bei und viel Herzblut für den Fastelovend dieser Stadt, für den VDZ, wo mein Herz auch für schlägt für diesen Zug. Annette Dohm und Ulla Beber vom Werbestudio Schober auf dem Weg zur Arbeit. Seit Dezember letzten Jahres arbeiten die Dekorateurinnen an insgesamt 9 Wagen. Und das alles mit undichtem Dach und bei winterlichen Temperaturen. Die 5 Mottowagen für den MKV gehen komplett auf ihre Kappe. Manche Wagen ziehen seit Jahren im gleichen Look beim Zug mit. Aber auch bei ihnen stehen Reparaturen oder kleinere Änderungen an. Ausbesserungen von dem alten Wagen, der letztes Jahr mitgefahren ist. Oder müssen wir das mal eben wieder einstecken? Der letztes Jahr mitgefahren ist. Und hier werden einfach nur Sachen ausgebessert und die kaputt gegangen sind und die geändert haben möchten. Die blau-gelben Funken aus Geistenbeck ziehen schon seit 1951 mit ihrem Wagen beim Zug mit. Natürlich auch in diesem Jahr. Es regnet rein, ist im Winter saukalt. Auf Deutsch gesagt, tja, muss man mit leben. Ne? Die größte Schwierigkeit ist das Finanzielle. Mhm. Also das Material wird ja immer teurer. Und das ist also wirklich das Schlimme dabei. Aber immer wieder aufs Neue schaffen es die Karnevalsvereine und der MKV, ihre 69 Festwagen für den Veilchendienstagszug flott zu machen. Die Deadline steht. Spätestens nächste Woche Dienstag um 13:11 Uhr muss hier alles fertig sein.